4. bis 11. Februar 1945. Auf der Konferenz von Jalta wird ein Protokoll von Stalin, Churchill und Roosevelt aufgezeichnet, das Deutschland in Besatzungszonen aufteilen soll. Die Zonen sollen durch Demarkationslinien voneinander getrennt werden. 30. April, Hitler und Goebbels begehen Selbstmord. 9. Mai 1945, die Kapitulation tritt in Kraft. 17. Juli bis 2. August 1945, im Schloss Cecilienhof findet die Potsdamer Konferenz statt. Über das künftige Schicksal von Deutschland wird beraten. Harry S. Truman, USA, Winston S. Churchill, Großbritannien und Stalin. 5. Juni 1947. In München findet ein Treffen der deutschen Länderchefs statt. Die Ostzonalen bestehen darauf, das Modell eines deutschen Einheitsstaates zu erörtern. Das ist den Westzonalen jedoch verboten. Die Konferenz platzt, die endgültige Teilung gilt als sicher. 20. März 1948. Der alliierte Kontrollrat zerfällt. Russen und Amerikaner sind sich nicht einig. 26. März 1948. Auf Druck der sowjetischen Militärs und der SED beschließen die Landtage von Mecklenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen, ihre Regierung aufzufordern, den Schutz der Zonengrenze zu verstärken. 1948 wird durch den Beitritt Frankreichs aus der Bi-Zone eine Tri-Zone. 20. Juni 1948, zur Stabilisierung der Wirtschaft tritt in der Tri-Zone die Währungsreform in Kraft. 23. Juni 1948, ursprünglich war aber eine Währungsreform für Gesamtdeutschland vorgesehen, die jedoch am Boykott der Russen gescheitert ist. Sie verkünden also nun eine eigene Währungsreform in der Ostzone und Groß-Berlin. Die westlichen Standortkommandeure erklären diese Maßnahme für nichtig und führen die D-Mark nun auch in West-Berlin ein. Deutschland zerfällt in 4 Besatzungszonen. Ein alliierter Kontrollrat nimmt die Funktion einer Regierung wahr. Ein halbes Jahr nach der Potsdamer Konferenz kann man das Scheitern erkennen. Bei den Amerikanern gilt jetzt eine Politik der Stärke. Der alliierte Kontrollrat, gedacht als eine Art Regierung der 4 Besatzungsmächte, soll die Beschlüsse von Potsdam in die Tat umsetzen, scheitert aber fast immer, da er einstimmig beschließen muss. Diese Ansichten über die Zukunft Deutschlands sind zu unterschiedlich. Die Sowjetunion wünscht einen zentralistisch organisierten Staat mit einer herrschenden kommunistischen Partei. Die Amerikaner fordern einen demokratischen Bundesstaat und lehnen alles ab, was der kommunistischen Idee entspricht. England tritt für einen zentralistischen, aber demokratischen Staat ein. Die Franzosen, sie fühlen sich nicht an die Potsdamer Beschlüsse gebunden, weil sie nicht mitwirken, wollen die totale Föderalisierung Deutschlands als Staatenbund ohne Ruhr- und Saargebiet. 30. Juni 1946, auf Verlangen der sowjetischen Militäradministration SMAD, wird die Demarkationslinie gesperrt. Churchill prägt den Begriff eiserner Vorhang. 5. September 1946. Amerikaner und Briten unterzeichnen ein Abkommen, das ihre Zonen zur Bi-Zone vereinigt. 29. Oktober 1946. Es erfolgt die Einführung des Interzonenpasses, mit dem die Demarkationslinie legal passiert werden darf. 28. November 1946. In der sowjetischen Besatzungszone wird die deutsche Grenzpolizei gebildet. 24. Juni 1948. Alle Zufahrtswege nach Berlin werden von sowjetischen Truppen gesperrt. Gas-, Strom- und Wasserversorgung werden drastisch eingeschränkt. Aus gezielten Behinderungen der letzten Monate wird die totale Blockade West-Berlins.
Die Westberliner sind von der Außenwelt abgeschnitten. 25. Juni 1948. Britische und amerikanische Transportflugzeuge beginnen, Berlin aus der Luft zu versorgen. Der Organisator der Luftbrücke ist der amerikanische General Clay. Nachdem kommunistische Demonstrationen das in Ostsektor gelegene Stadthaus stürmten, muss der Magistrat seine Amtsräume in den Westsektor verlegen. 30. November 1948. Ein Gegenmagistrat wird von der SED ausgerufen. Die Stadt Berlin ist politisch gespalten. 12. Mai 1949. Nach fast einjähriger Versorgung gibt die Sowjetunion die Blockade auf. 23. Mai 1949. Das Grundgesetz tritt in Kraft. In der Präambel des Grundgesetzes heißt es, das gesamte deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden. 14. August 1949. Die CDU geht im ersten Deutschen Bundestag als Sieger hervor. 7. September 1947. Bundestag und Bundesrat treten in Bonn ihre erste Sitzung an. 15. September 1949. Als Bundeskanzler wird Konrad Adenauer gewählt. 7. Oktober 1949. Die DDR erklärt ihre Staatsgründung. SMAD, die russische Militäradministration, wird aufgelöst. Am 21. Oktober 1949 erklärt Konrad Adenauer, in der Sowjetunion gibt es keinen freien Willen der Bevölkerung. Bis zur Erreichung der deutschen Einheit gibt es keinen freien Willen in Deutschland. 1950. Nach dem Westen ist das Motto der jungen deutschen Bundesrepublik. 8. Februar 1950. Das Ministerium für Staatssicherheit, Stasi, wird in der DDR gegründet. 20. September 1951, das Abkommen über den Handel zwischen Währungsgebieten der Deutschen Mark, D-Mark West, und den Währungsgebieten der Deutschen Mark, der Deutschen Notenbank, DM Ost, tritt in Kraft. 10. März 1952. Mit der Stalin-Note macht die Sowjetunion ein erstaunliches Angebot. Wiedervereinigung beider deutschen Staaten, demokratische Grundrechte und die Aufstellung einer nationalen Armee. Im Gegenzug fordert sie den Abzug aller Besatzungstruppen und die völlige Bündnisfreiheit Deutschlands. Die Westmächte lehnen diesen Vorschlag ab. Bis heute ist umstritten, ob hier vielleicht eine frühe Chance zur Wiedervereinigung vertan oder taktisches Manöver Stalins abgewehrt wurde. 26. Mai 1952. In Bonn wird der Deutschlandvertrag unterzeichnet. Er beschränkt die Rechte der Westmächte auf ein Minimum und macht die endgültige Grenze Deutschlands von einem Friedensvertrag abhängig. 26. Mai 1952. Die DDR beginnt, die Zonengrenze abzuriegeln. Der Ministerrat erlässt eine Verordnung über Maßnahmen an der Demarkationslinie zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und den westlichen Besatzungszonen Deutschlands. 27. Mai 1952. Die Bundesrepublik unterzeichnet in Paris den Vertrag über Europäische Verteidigungsgemeinschaft, EVG. Die DDR erlässt die Polizeiverordnung über die Einführung einer besonderen Ordnung an der Demarkationslinie. Das lautet: Die Verordnung der DDR vom 26. bis 27. Mai bedeutet, ein 5 Kilometer tiefes Gebiet östlich der Grenze wird Sperrzone, was zum Teil Zwangsumsiedlungen zur Folge hat. Ein 10 Meter breiter Grenzstreifen wird umgepflügt. Die Grenze wird durch starke Bewachung unpassierbar.
Dann sammelten sich in Teistum 23 Traktoren mit mehr Schaflügen und ackerten rings um das Unterreichsfeld einen etwa 10 Meter breiten Streifen um. Mitten durch Weizenschläge über Kartoffelfelder hinweg, über Weiden und Straßen und geradezu grotesk im Unsinn. Die Flüchtlingszahlen steigen in der Folgezeit stark an. Im ersten Halbjahr 1952 sind es 72.000, im zweiten 110.000. Zwischen Januar und Juni 1953 melden sich 225.000 in den Notaufnahmelagern des Westens. 17. Juni 1953, Arbeiteraufstand. 16. Juni 1953, in Ost-Berlin formieren sich Bauarbeiter zu einem Demonstrationszug gegen eine willkürliche Erhöhung der Arbeitsnormen. Um 13 Uhr erreichen über 10.000 Menschen das Haus der Ministerien. In mehreren Teilen der Stadt greifen die Streikbewegungen um sich. Sektorenschilder werden eingerissen, Staatsembleme werden zerstört. 17. Juni 1953. Die Streikwelle erreicht ihren Höhepunkt. Jetzt wird auch in anderen Städten der DDR demonstriert. Es kommt zu Ausschreitungen. Das SED-Regime und das sowjetische Militär reagiert schnell. Der Aufstand wird mit voller Härte niedergeschlagen. Der Ausnahmezustand wird verhängt. Laut Staatssicherheitsdienst haben 267 Demonstranten den Tod gefunden, zuzüglich der Opfer der folgenden Terrorprozesse, darunter auch Justizminister Max Fechner, der an das Streikrecht der Arbeiter erinnerte. Sein Platz nimmt Hilde Benjamin ein, ihr Name steht für Rache, Justiz und Schauprozesse. 3. Juli 1953. Der Deutsche Bundestag reagiert auf die Vorfälle in der DDR. Der 17. Juni wird durch das Gesetz zum Tag der Deutschen Einheit. Am 17. Juni 1953 hat sich das deutsche Volk in der sowjetischen Besatzungszone und in Ostberlin gegen die kommunistische Gewaltherrschaft erhoben und unter schweren Opfer seinen Willen zur Freiheit bekundet. Der 17. Juni ist daher zum Symbol der deutschen Einheit in Freiheit geworden. Pariser Verträge. 19. September 1954. Italien und die Bundesrepublik Deutschland werden in die NATO aufgenommen. Zusammen mit Großbritannien, Frankreich und den Benelux-Staaten bilden sie eine Westeuropäische Union, WEU, mit Institutionen zur gegenseitigen Rüstungskontrolle. 23. September 1954. Die Pariser Verträge werden unterzeichnet. Sie regeln unter anderem die Wiederaufrüstung der Bundesrepublik Deutschland. In einer Note bietet Nikita Khrushchev die Wiedervereinigung Deutschlands, gesamtdeutsche freie Wahlen, den Abzug aller Besatzungstruppen und ein gesamteuropäisches Sicherheitspaket an. Die Antwort des Westen lautet abermals Nein. 27. Februar 1955. Der Bundestag verabschiedet nach langer Debatte die Pariser Verträge. Warschauer Pakt. 11. Mai 1955. Nur 6 Tage nach Inkrafttreten der Pariser Verträge gründen 9 Ostblockstaaten ein Militärbündnis, den Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand, kurz Warschauer Pakt genannt. 12. Dezember 1955. Die DDR erklärt die Zonengrenze zur Staatsgrenze oder nimmt die Überwachung von den sowjetischen Truppen. 14. bis 25. Februar 1956. Auf dem 20. Parteitag der KPdSU in Moskau leitet Khrushchev die Phase der Entstalinisierung ein. Josef Stalin war am 5. März 1953 gestorben. Mauerbau. 15. Juni 1961. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich habe vorhin schon gesagt, wir sind für vertragliche Regelungen der Beziehung zwischen West-Berlin und der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik. Das ist die einfachste und der normalste Weg zur Regelung dieser Frage.
Ich verstehe also Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiten der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten. Ja, mir ist nicht bekannt, dass eine solche Absicht besteht, da sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft dafür voll ausgenutzt wird. Walter Ulbricht auf einer Pressekonferenz. 13. August 1961. Die Sektorengrenzen und die Zonengrenze nach West-Berlin werden von Volkspolizei und Volksarmee hermetisch abgeriegelt. Panzersperren und Stacheldrahtverhaue werden errichtet. Straßen werden aufgerissen. Den Stacheldrahtverhauen folgt der Bau einer 2 Meter hohen Mauer. Die Kranzposten haben Schießbefehl. 16. August 1961. In West-Berlin demonstrieren vor dem Schöneberger Rathaus 250.000 Menschen für die Freiheit ihrer Stadt. Um die Zufahrtswege nach Berlin zu testen, wird ein Militärkonvoi von US-Präsident John F. Kennedy bei Marienborn über die Grenze beschickt. 19. August 1961. Lyndon B. Johnson, Vizepräsident der USA, und der General Clay treffen in Berlin ein. 22. August 1961. Erst 9 Tage nach Beginn des Mauerbaus kommt Bundeskanzler Konrad Adenauer nach Berlin. 25. August 1961. Die Mauer fordert ihr erstes Todesopfer durch den Schießbefehl. 25. Oktober 1961. General Clay lässt an der Sektorengrenze Panzer aufmarschieren und in Feuerstellung gehen. 27. Oktober 1961. Unter den Linden rollen sowjetische Panzer an. Die Lage ist gespannt. Mir geht etwas auf, dass die Politik der Stärke sich als die schwächste aller möglichen erwiesen hat. Dass man jetzt zu Verhandlungen mit der Sowjetunion gezwungen ist, unter weit, weit ungünstigeren Bedingungen als vor Jahren. Heinrich Böll. 23. Juni 1963. US-Präsident John F. Kennedy tritt seine Deutschlandsreise an. November 1964. Die DDR fordert zum ersten Mal einen Zwangsumtausch. Er soll 5 D-Mark pro Tag betragen. Seit Beginn des Mauerbaus vom 13. August 1961 sind die Grenzsicherungsanlagen stetig ausgebaut und perfektioniert worden. Wachtürme wurden errichtet, Minen wurden verlegt, Sichtblenden nach dem Vorbild in Berlin an den grenznahen Orten gebaut. 1965 Bau von Betonbunkern und Scheinwerferanlagen, Minenwarnschilder werden aufgestellt. 1966, es wird damit begonnen, erste Teilstücke mit einem 42 Meter hohen Metallgitterzaun zu versehen. Kfz-Sperrgräben werden angelegt. 1967, die DDR beginnt Grenzsäulen mit Hoheitsemblemen aufzustellen, 2 bis 5 Meter von der Grenze entfernt. Der zweireihige Stacheldrahtzaun von 1961 wird durch 2-reihige Metallgitterzaun ersetzt. Hundelaufanlagen werden aufgestellt. 11. Juni 1968. Die DDR führt einen Pass- und Visumzwang und die Besteuerung des Güterverkehrs nach West-Berlin ein. Die Autobahngebühren werden erhöht. Prager Frühling. 20. August 1968. Um die Demokratisierungstendenzen unter Alexander Dubček zu verhindern, überschreiten Truppen des Warschauer Paktes die Grenze zur CSSR und besetzen das Land. 16. Januar 1969. Der Student Jan Palach verbrennt sich aus Protest auf dem Prager Wenzelplatz. 28. September 1969. Sämtliche Reformpolitiker des Prager Frühlings verlieren ihre Partei- und Regierungsämter. Der Prager Frühling ist endgültig gescheitert. Entspannungspolitik.
21. Oktober 1969. Willy Brandt wird deutscher Bundeskanzler. Außenminister Walter Scheel. 28. Oktober 1969. Die Regierungserklärung des neuen Kanzlers wird erwartet. 30. Januar 1970. Moskau. Egon Bahr nimmt Gespräche über einen Gewaltverzichtsvertrag auf. 5. Februar 1970. Es beginnen in Warschau Verhandlungen über Möglichkeiten einer deutsch-polnischen Verständigung. Staatssekretär Duckwitz wird geschickt. 27. Februar 1970. Der Berliner Status soll neu definiert werden. Die vier Mächte bekunden Verhandlungsinteresse. 19. März 1970. Erstmals seit dem gescheiterten Treffen von 1947 in München kommt es zu einer Begegnung zweier deutscher Staatsoberhäupter. Eine Sensation. In Erfurt trifft Bundeskanzler Willy Brandt Willy Stoph, den Ministerpräsidenten der DDR. Bei diesem Treffen geht es um die Option der völkerrechtlichen Anerkennung der DDR und um mehr Freizügigkeit für die Menschen in der DDR. Ergebnisse blieben zwar aus, aber ein neues Treffen wurde vereinbart. 21. Mai 1970. Zu einem Gegenbesuch kommt Stoph nach Kassel. Er bleibt aber dabei, dass die DDR ein eigenständiger Nationalstaat sei. Daher sei es nicht sinnvoll, innerdeutsche Beziehungen zu pflegen. Aber gegen diplomatische Beziehungen sei nichts auszusetzen. Juni 1970. Die Bundesrepublik und die Sowjetunion verpflichten sich auf Gewaltandrohung und Anwendung. Die Grenzen aller Staaten in Europa sollen heute und künftig unverletzlich sein, einschließlich der Oder-Neiße-Linie und der Grenze zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Darüber hinaus erklärt die Bundesregierung ihre Bereitschaft, mit Polen, der CSSR und der DDR entsprechende Verträge zu schließen. Diese Vereinbarung löst eine heftige Kontroverse aus, stellt sie doch eine Wende zur Ostpolitik der Stärke, wie sie Adenauer betrieben hatte, dar. 27. Juni 1970. Außenminister Walter Scheel überreicht in Moskau einen Brief zur deutschen Einheit, der deutlich machen soll, dass dieser Vertrag nicht im Widerspruch zu dem politischen Ziel der Bundesrepublik Deutschland steht, auf einen Zustand des Friedens in Europa hinzuwirken, in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wieder erlangt. 7. Dezember 1970. Staatsbesuch Willy Brandts in Polen. Der Warschauer Vertrag wird unterschrieben, die Oder-Neiße-Linie definiert die Westgrenze Polens. Der Bundeskanzler legt am Denkmal der Opfer des Nationalsozialismus einen Kranz nieder. Es kommt mitten im üblichen Ritual zu einer ungewöhnlichen Aktion, der Kniefall von Warschau als spontane Versöhnungsgeste. Vier Mächte Verhandlungen über Berlin. Seit dem 26. März 1970 verhandeln die Botschafter der vier Siegermächte über den Berlin-Status. Bei diesen Verhandlungen geht es um die Sicherungs- und Zufahrtswege von und nach West-Berlin, um den Besuchsverkehr und das Vertretungsrecht West-Berlins durch die Bundesrepublik Deutschland. Die Sachverhalte sind kompliziert, die Verhandlungen zäh und langwierig. 3. September 1971. Unterzeichnung des Vier-Mächte-Abkommens über Berlin. Die Sowjetunion garantiert zum ersten Mal den unbehinderten Transitverkehr unter der Bedingung innerdeutscher Verträge, welche die Anerkennung der DDR bedeuten. West-Berlin gehört nun endgültig zur Wirtschafts- und Gesellschafts- und Rechtsnorm der Bundesrepublik, ist jedoch kein Bestandteil dieser und wird demnach nicht von ihr regiert.
20. Oktober 1971, Bundeskanzler Willy Brandt erhält den Friedensnobelpreis, er nimmt ihn am 10. Dezember 1971 in Stockholm entgegen. 17. Dezember 1971, das Transitabkommen wird unterzeichnet. Die Ostverträge sind noch nicht vom Bundestag ratifiziert. Sie lösen zwischen Opposition und Regierung eine heftige Debatte aus. 3. Juni 1992. Die Ostverträge treten zusammen mit dem Vier-Mächte-Abkommen in Kraft. Der Grundlagenvertrag. 18. September 1973. Sowohl die DDR als auch die Bundesrepublik werden Mitglied in der UNO. Somit erhält die neue Ostpolitik einen sinnvollen Abschluss. 1973 Beginn der Errichtung des sogenannten Schutzstreifenzaunes. Dieser Zaun sperrt das Hinterland in ca. 500 Meter Entfernung ab. Er ist mit optischen, akustischen Alarmsignalen ausgestattet und hat eine Höhe von 1,80 Meter. Mai 1976. An der innerdeutschen Grenze werden die ersten eckigen Betontürme gebaut. Sie haben eine Grundfläche von 2,5 mal 2,5 Meter oder als Befehlstand 4 x 4 Meter. Die Stabilität ist größer als die runden BT-11. Im Eichsfeld bei Duderstadt ist am 3. Januar 1976 ein runder Betonturm vom Typ BT-11 im Sturm umgestürzt. 17. November 1976. Der Liedermacher Rolf Biermann wird ausgewiesen. Aufrüstung. Nicht nur das Verhältnis beider deutscher Staaten ist schlecht, sondern auch das der beiden Supermächte USA und UdSSR. Eine neue Phase der atomaren Aufrüstung wird eingeleitet. 12. Dezember 1979. Der NATO-Rat beschließt aufgrund der Stationierung der SS-20 Mittelstreckenraketen seitens des Warschauer Paktes ebenfalls vergleichbare Systeme in Europa zu stationieren. Bundeskanzler Helmut Schmidt fordert den sogenannten NATO-Doppelbeschluss. 27. Dezember 1979, die Rote Armee marschiert in Afghanistan ein. 4. November 1980, Ronald Reagan verkündet die Politik der Stärke gegen die UdSSR. 6. August 1981, Reagan ordnet den Bau von Neutronenbomben an. 1. Oktober 1982. Helmut Kohl ist neuer Bundeskanzler. 1. Mai 1982. Das Gesetz über Staatsgrenzen legitimiert die DDR vom Schusswaffengebrauch bei Grenzverletzungen. 7. Juli 1983. Strauß bewilligt einen Milliardenkredit für die DDR. 5. Oktober 1983, Honecker sagt, alle Schussan- und Selbstschussanlagen an der Grenze sind abgebaut. 11. März 1985, nach dem Tod von Konstantin Tschernenko wird ein Mann, Generalsekretär der KPdSU, der die Welt verändern wird. Seit 1952 Mitglied der KPdSU, seit 1970 in den Oberen Sowjet gewählt, 1971 ins Zentralkomitee, seit 1980 ist er Vollmitglied des Politbüros. Damit hat erstmals ein Politiker der am Krieg nicht aktiv beteiligten Generation einen Sitz in diesem Gremium. Michail Sergejewitsch Gorbatschow. 12. März 1985, eine neue Abrüstungsrunde und Verhandlung über Atom- und Weltraumwaffen. 7. April 1985, Michail Gorbatschow verkündet einen Stopp der Aufstellung von Mittelstreckenraketen in Osteuropa.
August 1985 Gorbatschow verzichtet einseitig auf Atombombentests. 24. Juni 1986 Genscher drückt in Amerika auf ernsthafte Abrüstungsverhandlungen. 11. Oktober 1986 Reykjavik, Gorbatschow und Reagan treffen sich. 28. Februar 1987 Gorbatschow über Abrüstung von Mittelstreckenraketen, im April auch für Kurzstreckenraketen, Doppel-Null-Lösung. Der Bundestag spricht sich für Doppel-Null-Lösung aus. 17. Juli 1987, als erster Staat des Warschauer Paktes schafft die DDR die Todesstrafe ab. Eine Amnestie für politische Gefangene erfolgt. 10. September 1989, das neue Forum formiert sich in der DDR als erste Oppositionsgruppe. 11. September 1989, Ungarn macht die Grenzen auf. Am nächsten Tag kommen 15.000 DDR-Bürger in die Bundesrepublik. 18. September 1989, in Leipzig werden 100 Demonstranten festgenommen. 1. Oktober 1989, die Oppositionsgruppe Demokratischer Aufbruch wird geschaffen. 2. Oktober 1989, Magdeburg, Dresden, werden Demonstrationen von der Volkspolizei gewaltsam unterbunden. 4. Oktober 1989, 7.600 DDRler in Sonderzügen in Richtung Bundesrepublik. 6. Oktober 1989, der 40. Jahrestag der Staatsgründung der DDR. 7. Oktober 1989, anlässlich des Staatsjubiläums der DDR, Gorbatschow, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. 9. Oktober 1989, 70.000 Menschen demonstrieren in Leipzig. Zusammenstöße mit der FOPO bleiben aus. 16. Oktober 1989, 120.000 Menschen finden sich zu einer Demonstration in Leipzig ein. 18. Oktober 1989, Erich Honecker tritt aus Gesundheitsgründen zurück. Egon Bahr folgt ihm. 24. Oktober 1989, das SED-Politbüro spricht sich für uneingeschränkte Reisefreiheit aus. 7. November 1989, die Regierung unter Willi Stoff tritt geschlossen zurück. Die Grenze zerbricht. Die Ostdeutschen strömen in Richtung der Freiheit und Selbstbestimmung der Bananen.